Wir haben tolle Türchen, wir haben richtig coole Neuheiten mit dabei. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen und neu hier sind. Hi, mein Name ist Katrin und ich habe ein dickes, breites Grinsen im Gesicht, denn wir werden heute gemeinsam den Dalton Adventskalender 2022 erbeuten, den es ab jetzt für euch zu kaufen gibt. Und ihr könnt mit Presale Katrin auch wieder 20% darauf sparen, was mich natürlich auch riesig freut. Und ich weiß, wir haben ein paar andere verrückte Dalton-Mädels unter uns. Ich weiß, manche sind wirklich auch super neugierig und möchten die Produkte einmal unbedingt testen, wo ich immer hier sitze und euch einen vorschwärme. Und ich sage immer zu Recht. Und auch mich hat ein Dalton Adventskalender wirklich so richtig auf den Geschmack gebracht. Und Leute, ich kann euch nur eins sagen, jetzt ist die Gelegenheit. Schnappt euch einen Kalender, wenn ihr testen möchtet, wenn ihr Backup braucht, wenn ihr einfach tolle Produkte zu Hause haben möchtet. Für 99,92 € bekommt ihr den nämlich mit diesen 20% von jetzt an bis zum 25.09. Und Leute, hier sind 340 € Warenwert drin. Darunter 6 Originalprodukte, die allein schon einen Wert von 160 € haben. Also wirklich, es lohnt sich. Wir haben tolle Türchen, wir haben richtig coole Neuheiten mit dabei, wo ich mich auch riesig freue und super, super gespannt bin. Ich freue mich sowieso schon. Ich habe hier so hingefiebert auf diesen Kalender. Und das ist auch wirklich der erste Kalender, den ihr dieses Jahr auf meinem Kanal zu sehen bekommt. Was mich natürlich auch riesig freut, ist, dass es Dalton ist, weil das ist bei mir wirklich eine kleine Herzenssache. Und ich bin wirklich, mir puffert, ihr müsstet mich spüren, mir puffert so richtig das Herz. Ich bin richtig aufgeregt und ich kann es kaum abwarten, ihn euch zu zeigen. Und ich bin mega gespannt, wie ihr ihn finden werdet, was ihr dazu zu sagen habt. Wie gesagt, vielleicht habt ihr schon was davon getestet und ich freue mich immer über euer tolles Feedback. Und ich kann es nur immer wieder sagen, er lohnt sich. Und kleiner Schwank nebenbei, auch letztes Jahr habe ich kleine Verrückte, da sind wir wieder bei dem Thema Backup, nämlich auch einfach noch einen Kalender gekauft. Und ich werde auch dieses Jahr wieder Kalender kaufen, denn alleine für diesen Wert von noch nicht 100 € sind das auch richtig coole Weihnachtsgeschenke oder Vorweihnachtsgeschenke, die ihr euren Liebsten machen könnt, denn es lohnt sich, es sind hochwertige Produkte, die man dann so einfach auch im Gesamten weiter verschenken kann. Und ich quatsche immer noch, weil ich wirklich, wirklich sehr aufgeregt bin. Code einmal eingeblendet, einmal unten in der Infobox mit allen Informationen, die ihr dazu braucht. Auch wie ihr zum Kalender kommt, einmal ein Link, alles unten. Und ich weiß ja schon, was drin ist und ich finde es richtig, richtig cool. Und deswegen zeige ich euch jetzt halt auch mal, was da drin ist, denn deswegen seid ihr wahrscheinlich hier, da ihr gespoilert werden möchtet. Und das machen wir. Die kleine Schönheit kommt dieses Jahr in wunderschönem Blau daher und sieht einmal so aus. Und das ist das diesjährige Design. Wir haben, wie gesagt, dieses wunderschöne Blau. Wir haben Dalton Marine Cosmetics draufstehen, denn Dalton ist Wirkstoff Marine Kosmetik. Und wir haben hier einmal Merry Christmas in so gelb-gold gehalten und hier wunderschöne Christbaumkugeln, die so ein bisschen runterhängen. Gefällt mir richtig gut. Hinten auf der Rückseite haben wir natürlich auch alle Produkte, die enthalten sind. Wir haben hier auch wirklich nochmal Informationen dazu, was dieses Produkt kann, aber Dalton hat sich noch was Cooles einfallen lassen, was ich euch gleich beim ersten Türchen zeige. Und wenn wir den öffnen, haben wir hier wirklich einen hochwertigen Magnetverschluss, was auch richtig cool ist. Und hier innen haben wir einmal die
Türchen. Ich habe euch das gute Stück mal ein wenig im Hintergrund platziert und ihr seht, da ist schon eine Lücke, denn ich halte die Nummer 1 in meinen Händen und ich blende euch natürlich auch nochmal die Bilder dazu ein, was sich in den einzelnen Türchen befindet. In der Nummer 1 weiß ich schon, dass etwas drin ist, was ich persönlich super gerne mag und eine meiner liebsten Ampullen ist. Denn Dalton ist auch bekannt für seine grandiosen, wirklich grandiosen Ampullen. Und hinten drauf, und das ist das, was ich meine, und das zeige ich euch auch einmal, haben wir nämlich diesmal einen QR-Code, mit dem ihr auch gleich scannen könnt und entdecken könnt, was das für ein Produkt ist. Und es steht auch drauf, was beinhaltet ist. Ihr habt es schon gelesen, es ist die Q10-Ampulle. Und das ist ja bekanntlich meine liebste Ampulle. Und sie kommt auch daher mit einer Abbrechhilfe. Die bitte aufbewahren, die braucht ihr, denn da sind noch einige andere Ampullen natürlich drin. Und die ist so ein richtiger frischer Kick, finde ich. Also kennt ihr das, wenn eure Haut so richtig wie so eine graue, fahle Maus aussieht und ihr guckt in den Spiegel und ihr seht das richtig, euch fehlt einfach diese Strahlkraft und diese Frische in der Haut, dann diese Ampulle oder diese Reihe sowieso Q10 aufgetragen. Und ich sage das immer, das ist auch so ein bisschen, wenn ich keine Zeit habe, so ein kleiner Maskenersatz für mich und ich brauche da keine ganze Ampulle und ich denke auch nicht, dass ihr eine ganze Ampulle auf euer Gesicht machen müsst. Also ihr habt da ein paar Mal dran. Ich sag mal zweimal mindestens, wenn nicht sogar dreimal und die genüsslich auf euer Gesicht gegeben und ihr habt neue Energie. Die Nummer 2 befindet sich jetzt auch einmal in meinen Händen und ist ein wenig größer. Da haben wir wahrscheinlich keine Ampulle drin, denn die Ampullen haben immer so die gleichen Türförmchen. Und die Nummer 2 ist wie gesagt ein wenig größer. Auch hier sehe ich schon, was beinhaltet ist und wir können wieder scannen. Und wir haben was richtig Cooles. Auch etwas, wo ich euch immer wieder einen vorschwärme. Und da freue ich mich auch, gerade für die, die gerne testen möchten, dass sie das ausprobieren können. Und das ist die klärende Schönheitsmaske in einer kleinen Tube von 15 ml. Die könnt ihr ein- bis zweimal wöchentlich machen. Und was ich an der liebe, bitte auch hier schön Hals und Dekolleté auftragen. Und das ist eine Maske in 5 bis 10 Minuten. Morgens, bevor ihr rausgeht, beim Zähneputzen, schnell aufgetragen. Leute, ihr seht wunderschön aus. Also das Ding heißt, sage ich immer, nicht umsonst Schönheitsmaske. Das glättet auch so ein bisschen die Falten, dabei klärt das Ganze. Das ist so eine Tonerdemaske, mag ich super gerne leiden. Es gibt von mir auch ein komplettes Dalton-Masken-Eskalationsvideo, wenn ihr da nähere Informationen haben möchtet. Für mich ganz wichtig, sie trocknet nicht aus und sie macht ein strahlendes Hautbild und das, wie gesagt, in 5 bis 10 Minuten. Und bei knapper Zeit ist das echt so ein kleiner Helfer bei mir. Die Nummer 2, also richtig cool für mich. Und die Nummer 3 ist wieder eine kleine. Das heißt, wir werden wieder eine Ampulle drin haben. Und in dieser kleinen Schachtel, die ihr übrigens immer hier so schön an der Seite aufmachen müsst, muss ich auch irgendwann im ersten Kalender, habe ich da glaube ich immer gestrauchelt. Was ich auch immer noch habe, ist, dass ich natürlich die falsche Seite öffne und ich suche meine kleine Ampulle und das hier, Leute, nachgekauft und nachgekauft und nachgekauft und auch, und ihr werdet das bei allen Ampullen hören, kleiner Spoiler auch von mir, weil ich die alle richtig gut finde. Es gibt nur so ein paar, die finde ich besonders gut. Und hier haben wir eine besonders gute Ampulle. Das ist die Sleeping-Ampulle. Und die ist so eine, ich hoffe, man sieht das, aber wie gesagt, ich blende es euch ja auch nochmal ein bisschen größer ein, ist eine Zweiphasen-Ampulle mit einem Öl oben. Und ihr schüttelt die einmal richtig durch und macht euch die vom Schlafengehen aufs Gesicht. Auch hier, ich benötige keine ganze. Eine halbe hilft mir da, also reicht mir da vollkommen. Macht euch die drauf. Ihr wirklich, die nährt eure Haut über Nacht. Und eure Haut ist so richtig streichelzart und schön am nächsten Tag. Die Nummer 4 befindet sich einmal in meinen Händen.
Und Leute, da kommt der nächste. Also, Dalton hat halt ganz viele Lieblinge von mir, aber das hier ist auch, das ist so cool. Und ich hoffe wirklich, dass jeder, der das austesten möchte, sich diesen Kalender schnappt. Es ist eine meiner wirklich, ja, die liebste Maske. Die habe ich auch tatsächlich heute noch gemacht, weil ich mir so richtig gönnen wollte. Und das ist die Hydrolift Biozellulose Maske. Ein Traum von einer Maske. Und ihr kennt das vielleicht. Und die sind auch nicht günstig. Aber die spendet so schön langanhaltend Feuchtigkeit. Also das ist keine Maske, die ihr macht und dann im nächsten Moment, ja, sie kühlt und tralala. Und ihr merkt aber nichts mehr bei eurer Haut, sondern ihr habt hier wirklich dieses Gefühl, es dringt in meine Haut. Dabei liegt die an. Wirklich, Leute, ihr könnt flitzen, ihr könnt machen, ihr vergesst, dass ihr diese Maske tragt. Es fühlt sich traumhaft gut an. Auch die, so einen leicht kühlenden, erfrischenden Effekt, mag ich unheimlich gerne. Ich mag es, wie meine Haut danach aussieht. Leute, ihr wolltet mich heute nicht gesehen haben, früh morgens, wie ich da aus dem Bett gekrabbelt bin, hätte ich nicht diese Maske gemacht. Und die ist richtig toll. Hilft mir übrigens auch immer so bei meinen Trockenheitsfältchen, die ich nun mal habe, weil ich zu wenig trinke oder tralala. Und dann verschlimmern sich so meine Stirnfältchen und alles. Und dann ist die wirklich Gold wert. Die Nummer 5 habe ich einmal hier. Und darin befindet sich auch wieder eine Ampulle. Das ist jetzt eine Ampulle, wo ich sagen muss, ja, die ist schön. Aber da gibt es weitaus bessere. Aber es ist immer cool, sie mal gemacht zu haben. Und auch um Gottes Willen, versteht mich da nicht falsch, keine schlechte Ampulle. Nur sehr, sehr, wirklich, da müsst ihr, ist übrigens die Stressless-Ampulle, die beruhigt eure Haut halt so ein bisschen. Beziehungsweise die nährt die halt auch richtig. Aber es ist eine sehr krasse Ölampulle. Das heißt, sie wirkt richtig ein. Und ich greife lieber zu den Beauty Sleeping Ampullen und die ist aber auch nicht verkehrt, nur eine richtige Ölampulle. Das ist aber ja auch das Coole an dem Kalender, denn so könnt ihr euch mal durch alle Ampullen testen und rausfinden, welche ihr am liebsten mögt. Die Nummer 6 und wir haben Nikolaus und Leute, ich halte sie in Händen und ich will sie kuscheln. Warum? Denn hier ist ein der Produkte drin. I love it. Wirklich, I love it. Ich bin so happy darüber, dass es hier drin ist. Und das ist auch ein Kaufgrund damals für meinen ersten Kalender gewesen. Das ist diese heißgeliebte Augencreme von mir. Die Extreme Lift Marine Filler Anti-Falten Wrinkle Augencreme, die grandios ist. Und wirklich so eine streichelzarte Unteraugenpartie macht, sie schön durchfeuchtet, die kleinen Fältchen einfach wegzaubert. Und ich habe damals ein kleines Pröbchen benutzt und danach wusste ich, okay, ich brauche sie. Und die Augencreme hat allein einen richtig heftigen Wert und deswegen ist richtig toll, dass Dalton die uns reingepackt hat. Wie gesagt, meine allerliebste Augencreme, die eine andere Augencreme, die jahrelang mein Liebling war, mit einem Wisch abgelöst hat und richtig, richtig toll und Beauty-Nachschub. Und allein das ist wieder so ein Grund, ich brauche noch einen Kalender in der Nummer 6 und ein für mich absolut würdiger Nikolaustag. Übrigens mit diesem pflanzlichen Botox drin und das war das Faszinierende auch für mich, denn ich konnte mir einfach nicht erklären, wo meine Fältchen hin sind, bis ich dann gelesen habe, ah, das ist pflanzlicher Botox, der diesen Effekt hat. Die Nummer 7 ist wieder eine kleine Ampulle und wer hier gedacht hat, hier Katrin, packt mal schnell den Kalender aus, da seid ihr bei mir falsch. Ich habe bei Dalton immer ganz viel zu erzählen und das kommt bei mir aber automatisch, weil ich immer so ein bisschen ins Schwärmen gerate. Übrigens haben wir hier zur Augencreme quasi passend eine Ampulle und zwar die Marine Lift Extreme Lift Marine Filler, Entschuldigung, Ampulle. Die könnt ihr euch wirklich machen, wenn ihr so schnell Faltenklettung haben möchtet.
die in Kombination noch mit dem Serum und der Creme und der Maske. Leute, ich habe euch, glaube ich, auch da ein Video zu gefilmt, damit ihr diesen Effekt mal wirklich betrachten könnt live. Das ist so faszinierend. Und einmal die in der Nummer 7. Die Nummer 8 ist wieder ein wenig größer und die ist einmal hier. Und da kommen jetzt auch kleine Schätze raus. Und ich muss ein bisschen lachen. Ich wollte euch eigentlich so schön hier alles aufbauen. Aber vor lauter Freuen ganz vergessen. Morgens und abends auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Wir haben 15 ml und die wollte ich super gerne mal testen. Das ist diese Oyster Skin Balance Maske Creme für Mischhaut. Das ist die liebste Creme von Beauty Amelie, die, glaube ich, jetzt auch hier fleißig ihren Kalender auspackt und sich freuen wird und mich auch schon auf viele Produkte angefixt hat, sowie die liebe Claudi von Claudis Welt, die mich auch auf die Dalton wirklich angefixt hat. Deswegen liebe Grüße an die zwei auch an dieser Stelle und hier freue ich mich einfach aufs Austesten. Die Nummer 9. Bei manchen Leuten eine kleine Glückszahl. Meine ist es nicht, aber Schatzis Glückszahl. Wir haben hier etwas, und da muss ich wirklich lachen, weil es halt seine Glückszahl ist. Das sind Enzym-Peeling-Sticks, die ich natürlich auch über alles liebe und euch da auch schon oft genug vorschwärme. Und da wird auch jeden Monat was von Lea. Unter anderem halt auch, weil Schatzi die unheimlich gerne benutzt und gut verträglich und die zaubern euch eine Baby-Popo-Haut. Und wenn selbst mein Schnubbiputz sich an hier Kosmetik und sowas, übrigens benutzt er auch die Bodybutter und so von Dalton mittlerweile, also er ist ganz scharf auf die Produkte, die liebt er über alles in seiner kleinen Glückszahl. 2 Stück an der Zahl. Das muss ich eigentlich ist die Tür Nummer 9 seine Tür. Muss ich ihm, denke ich, überlassen. Aber richtig, richtig cool. Musste ich gerade nur ein bisschen lachen. Die Nummer 10 habe ich in Händen und es ist wieder eine Ampulle. Und zwar eine der hochpreisigeren. Also es geht immer noch eine Schippe drauf bei Dalton. Und da gibt es zum unter anderem Soul und Sea. Und Sea ist wirklich sehr, sehr gut. Wir haben hier, die ist jetzt leider ein bisschen vermischt, aber die teilt sich auch in ein bisschen dunkelblauer und weiß. Und eine Ampulle für die Hautstraffung auch ein wenig. Und die ist wie so eine Creme, die ihr euch aufgebt. Also diese anderen sind sehr feuchtigkeitsspendend unter anderem. Und die ist wie so eine Creme-Ampulle. Es fühlt sich unheimlich toll und gut an, wenn ihr euch die auftragt. Mag ich auch super, super gerne. Die Nummer 11 habe ich einmal hier in Händen und ist auch wieder größer. Und da kommt ein Produkt raus und wirklich, ich freue mich sehr darüber. Sehr, sehr, sehr. Und ich habe das schon getestet und wollte es mir gerne nachkaufen. Vielleicht aber doch eine Nuance heller. Denn wir haben hier die 02 Cent. Ich hoffe, sie wird ganz vielen passen. Wir haben eine Originalgröße 50 ml der Anti-Aging BB Cream. Und Leute, ein Traum, damit ihr die Farbe betrachten könnt. Das ist nämlich einmal hier die Farbe. Ich finde wirklich, Dalton haut da echt Tönchen raus. Die ist ganz neutral irgendwie vom Farbton her und die passt sich, Leute, die passt sich so gut dem Hautton an. Ich liebe es, diese BB-Cream zu verwenden. Wie gesagt, ich wollte sie mir jetzt in groß nachkaufen und als ich gesehen habe, sie ist in diesem Kalender, war ich mega happy. Sie ist halt der dunklere Ton. Ich hoffe, liebe Grüße an Juliane, dass er ganz vielen passt, wenn man nicht gerade Hautton weiß ist. Sollte das aber wirklich hinhauen, ihr seht, sie passt sich schön an und sie fühlt sich wunderschön an und ich liebe diesen Duft. Er erinnert mich irgendwie, ich glaube, da ist Mandelöl mit drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es riecht so ein bisschen
nach Mandel. Es riecht einfach wunderschön und es fühlt sich toll an und es zeichnet die Haut auch gleichzeitig so schön weich und finde ich so klasse, dass das hier drin ist. Wie gesagt, mir passt die Farbe. Ich hoffe, ganz vielen anderen auch und freue mich mega über das Produkt. Die Nummer 12, Halbzeit, Leute, ist aber eine kleine Ampulle. Und ich bin schon wieder an der falschen Seite. Ist aber auch eine Ampulle, die ich super gerne mag. Und wenn ihr Feuchtigkeit braucht, seid ihr hier sowas von richtig. Hyaluronic Urea. Auch eine meiner Lieblingsreihen von Dalton. Und die spendet wirklich, Leute, das ist Wasserbombe im Gesicht oder wie war das? Richtig, richtig toll. Einmal in der Nummer 12. Und weiter geht es mit der Nummer 13. Und das finde ich richtig klasse, dass Dalton hingegangen ist und da so ein bisschen auch eine Auswahl geschaffen hat zum weiteren Aufbauen. Nach dieser Ampulle gibt es nämlich hier eine Hyaluronic Urea Hydra Boost Anti-Aging Feuchtigkeitscreme. Ich liebe die. Leute, ich liebe die. Ich liebe den Duft und freue mich da sehr drüber. Wir haben 15 Milliliter, also eine richtig gute Größe, um die zu testen. Und mag die einfach gerne leiden. Die spendet mir persönlich den ganzen Tag einfach die Feuchtigkeit, die meine Haut braucht und benötigt. Und wenn ich die auftrage, ist das einfach für mich ein purer Genuss. Liebe, liebe, liebe diese Creme. Die Nummer 14 ist wieder eine kleine Ampulle. Und ich muss ein bisschen grinsen. Und vielleicht werden meine Backen und Wangen schon ein wenig rot. Denn das ist eine richtig coole Ampulle. Und die sollte jeder mal gemacht haben. Und Leute, keine Angst davor. Also wirklich keine Angst davor. Das ist die Omni Blush Ampulle. Die heißt so und sie hat schon diese wunderschöne rote Farbe, denn die bringt Röte in eure Wangen eigentlich, beziehungsweise euer Gesicht. Die weckt die Haut so richtig schön auf, da ist auch Koffein enthalten und das gibt natürlich diesen Boost in eure Haut, die wärmt die richtig schön und ich mag die super, super gerne leiden. Ist eine tolle Ampulle in der Nummer 14. Hatte ich übrigens lange Zeit wirklich Angst davor, sie zu machen, weil ich dachte, dass sie wirklich mein Gesicht so ein bisschen knallrot macht. Macht sie aber nicht. Sie ist wirklich, ihr könnt euch ranwagen. Ich habe fleißig getestet. Die Nummer 15 halte ich einmal hier in meinen Händen. Und Leute, jetzt kommen wir zu einem so spannenden Produkt, auch für meine Wenigkeit. Super, wirklich, I cannot wait, das auszutesten. Und schaut euch dieses schöne Stück mal an. Dalton hat neue Produkte rausgebracht und hat sie auch gleich in den Kalender gepackt, damit man sie testen kann. Und das finde ich fantastisch, wirklich. Wir haben hier Flawless Skin. Und ich weiß, dass Dalton seine Versprechen hält. Ich bin so gespannt darauf. Ein Niacinamide Serum mit 10%. Also eine wirklich hohe Konzentration. Wir haben mikrobiomstärkende Grünalge mit drin. Das Ganze sollt ihr morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen, mit der täglichen Pflege abschließen. Also ich bin so gespannt darauf und das soll ja wirklich auch diese Hautstruktur und alles verbessern. Ich möchte es am liebsten jetzt schon testen, aber ich werde den Kalender tatsächlich wirklich dann ab 1. Dezember nach und nach für mich öffnen und genießen und das kann ich euch auch nur raten. Liebe Grüße, Irene. Öffnet deinen Kalender und genieße ihn einfach und gönnt euch wirklich Türchen für Türchen. Gerade diese Ampullen, macht die wirklich. Ihr werdet es nicht bereuen und ihr werdet sehen, wie eure Haut sich einfach verbessert. Und dieses Serum, ab dem 15. wird das bei mir auf jeden Fall in Einsatz kommen. Nummer 16 sind wir wieder bei einer Ampulle. Und die auch schon nachgekauft und nachgekauft, weil ich die grandios auffinde. Also wirklich, das hier ist ein Ding.
Das ist eine kleine weiße Ampulle, die hier zum Vorschein kommt und ist die Multitasking-Ampulle. Die ist eigentlich eher so für Mischhaut oder fettigere Haut gedacht. Und ich als trockenes Häutchen mag die aber auch super gerne. Also die trocknet bei mir nichts aus oder so. Und ich liebe diesen Effekt, den die hat, denn die ist wie so ein leichtes Puder über eurer Haut. Also wirklich so ein Weichzeichner da drin. Und ihr möchtet nicht mehr aufhören, eure Haut zu streicheln, weil sich das so toll anfühlt. Und einmal in der Nummer 16. Nummer 17. Oh mein Gott, es geht viel zu schnell rum. Bin ein wenig im Adventskalender-Wahnsinn angekommen und ich bin immer noch der Meinung, Kalender geht viel zu schnell rum. Die Nummer 17 einmal hier am Start und ist ein bisschen leichter, aber da ist ein Produkt drin, das wollte ich gerne mit. Da teste ich mich die ganze Zeit schon durch irgendwelche Pröbchen und wollte es aber doch gerne mal ein bisschen mehr testen und war schon am Überlegen, soll ich es mir doch mal in so einer kleinen Probiergröße, die es nämlich so auch zu kaufen gibt, kaufen. Wir haben 10 Milliliter eine Serums, was ich irgendwie nicht so mag. Also es grümelt bei mir so arg, aber es spannt auch auf meiner Haut. Es soll aber halt gegen Pigmentflecken helfen. Und zwar Bright Perfection heißt die Reihe. Und ich wollte es trotzdem gerne einfach mal testen, um zu schauen. Denn wenn es wirkt, dann okay, dann würde ich es machen. 10 Milliliter, jetzt kann ich testen in Ruhe und freue ich mich auch drüber. Aber wie gesagt, ist jetzt keins, wo wir sind noch keine Freunde geworden. Wobei mich meine Pigmentflecken aber halt einfach stören. Und deswegen alles, was geht, einfach mal testen. Hier geht es weiter mit der Nummer 18 und einer meiner auch liebsten Masken. Also Dalton hat hier echt meine liebsten Masken eingepackt. Freue ich mich sehr darüber. Und auch die Maske, und das sage ich immer dazu, sie macht nicht nur eine wunderschöne, geklärte, saubere, glatte Babypopo-Haut, sondern sie macht auch immer riesig Spaß. Und das ist einmal die Oxygen Bubble Maske und die ist auch wirklich, wirklich, ihr hört mich schwärmen, weil es so ist, ich liebe diese Maske, sie reinigt meine Haut so schön und sie hinterlässt meine Haut so schön weich und angenehm. Müsst mal gucken, auch davon sollte es irgendwo Videos geben und auf Instagram auch meine ersten Erfahrungen damit, beziehungsweise weiteren Erfahrungen damit, ist wirklich, die geht auf bis sonst irgendwas. Ihr habt da richtig Freude dran. Nummer 19 ist etwas, da freue ich mich auch jedes Mal drauf, auf diese Limited Editions und auch wieder hier eine reingepackt, ist nämlich eine Handcreme. Und Dalton bringt jedes Jahr diese kleinen Limited Editions raus. Wir haben hier, ich glaube, es steht wieder nur Winterduft drauf. Also ich meine, da ist immer so, also ich mag es unheimlich gern, den Duft, so leicht Zimt und Orange und sowas, wahrscheinlich auch hier wieder, mag ich unheimlich gerne. Habe ich auch schon tatsächlich, ich weiß nicht, ihr kennt meine Hände, die brauchen immer und das ist wirklich eine Handcreme, die funktioniert so gut bei mir. Ich habe da tatsächlich auch schon ein paar von, naja, was heißt ein paar von, fast leer gemacht. Ganz viele bei mir, habe die meistens auch im Winter oder so in den Jacken, Säckeln und ich verteile dann immer so ein bisschen die Runde und ganz viele sind so, oh, die ist so gut und ich bin dann immer so, ja, okay, dann nimm, da ist ja nicht mehr viel drin und deswegen habt ihr die eigentlich auch selten. Ich weiß nicht, ob ich mal eine volle als Ersatz gezeigt hatte, auf jeden Fall wenig in meinen Aufgebrauch-Videos gesehen, obwohl da tatsächlich schon einige von leer geworden sind. Und den Duft mache ich persönlich halt auch immer super, super gerne. Wie gesagt, ich meine, es ist Zimt mit drin. Wird wahrscheinlich auch hier wieder der Fall sein in der Nummer 19. Die Nummer 20, einmal hier wieder eine kleine, ist wieder eine Ampulle. Die kann ich euch auch sehr ans Herz legen, wenn ihr mal keine Lust auf Make-up oder Tralala habt und trotzdem diesen
dieses glattgebügelte haben möchtet, seid ihr nämlich bei dieser Ampulle genau richtig. Das ist die No Filter Needed Ampulle und die macht einfach ihrem Namen auch alle Ehre. Und die habe ich mir auch schon gekauft, denn ab und zu hat man halt nicht so Lust auf so No, also auf so viel Make-up. Und damit sieht man halt einfach richtig schön aus. Das minimiert die Poren, man sieht schön glatt aus und es legt sich wie ein Filter über eure Haut. Und das ist ein tolles Produkt. Leute, wir sind fast am Ende. Hier sind einfach nur noch 4 Türchen. Aber ich sage euch eins, die Nummer 24. Da kommt auch ein kleiner Knaller wieder. Wir gehen aber erstmal zu meiner Glückszahl und meiner liebsten Zahl. Und das ist die 21. Und auch da muss ich genauso wie die Nummer 9 im Schatzi ein bisschen schmunzeln. Denn hier ist ein Produkt drin. Und ohne das kann ich auch nicht mehr sein. Und es sind meine liebsten Augenpads. Und sie sind einmal ein bisschen abgeändert, aber im positiven Sinne. Das sind hier einmal die Hydrogel Lifting Augenpads von Dalton und wirklich, die sind grandios. Das Tolle daran ist, dass hier, was ihr seht, ist alles biologisch abbaubar und da geht Dalton auch immer mehr hin und versucht, so gut es geht, seine Produkte so nachhaltig wie möglich zu machen. Und hier finde ich eine klasse Sache, denn da war viel immer so, ein bisschen Verschwendung, wenn man dann immer so die Augenpads und vielleicht besser einen Tiegel oder sonst irgendwas. Und hier sind wir einfach, ihr könnt das Ganze, ist biologisch abbaubar und das ist eine tolle Sache. Ist Panthenol mit drin, Hyaluronsäure, Plankton, die passen, die liegen an, die rutschen nicht und wirklich, danach seht ihr so schön frisch aus. Die haben echt so diesen Soforteffekt und Love. Wirklich Liebe und passen für mich in meiner Nummer 21. Dalton hat doch den Kalender für mich gemacht, oder? Freue ich mich mega drüber. Nummer 22, ein großes Tierchen, was ein bisschen rappelt. Und ich bin wieder an der falschen Seite und wechsle einmal und nehme meine kleine Tube raus. Und what a peeling. Wir haben ein kleines Peeling drin von 15 ml. Und zwar das Comfort Clean Peeling. Das sanfteste Peeling, was ich je gemacht habe. Fürs Gesicht ist das aber. Und Leute, das ist gleichzeitig ein Creme-Peeling. Also wirklich, es ist nicht nur, dass es eure abgestorbenen Hautschüppchen vom Gesicht nimmt, sondern wirklich, ihr habt gleichzeitig Pflege dabei. Und das spürt ihr, wenn ihr das macht. Ganz, ganz tolles Peeling. Ich glaube, da sind auch viele scharf drauf, das mal zu testen. Und das befindet sich in der 22. Die Nummer 23 ist noch einmal hier. Und dann sind wir schon gleich am Ende. Und ihr merkt es vielleicht, es ist von jeder Ampulle eine dabei und eine fehlt noch. Und da wieder liebe Grüße an Claudi, denn das müsste genau die Kaviar Deluxe Ampulle sein. Und das ist Claudis liebste Ampulle. Und ich sage immer, das ist so ein kleiner Alleskönner. Also wirklich, die ist richtig, richtig gut. Aber ich mag die Q10 noch ein wenig lieber wie diese oder diese Sleeping Beauty, aber die ist auch richtig toll. Spendet Feuchtigkeit, hat diesen Anti-Aging-Effekt und das habt ihr ja auch in allen Produkten. Da ist dieser Zellomer Meeresextrakt mit drin. Auch hier 2 ml übrigens immer in den Ampullen. Einmal diese, aber jetzt wird es, glaube ich, am spannendsten. Und das ist natürlich auch wieder das Highlight und das größte Türchen hier drin und übrigens sind hier auch immer so Fächer, damit hier nicht alles abstürzt und in der Nummer 24 und mein Kalender sieht so leer aus, ne? Haben wir einmal und da haut Dalton auch jedes Jahr etwas richtig Cooles rein und ich dachte schon, na, eine Body Butter passt nicht rein. Ich war so gespannt, was darin sein wird von dem Sortiment, was Dalton halt so hat. Was haben wir dieses Jahr? Etwas von Soul, etwas von Sea. Letztendlich ist es etwas geworden. Da konnte auch ich nicht mitrechnen, denn es ist was ganz Neues geworden. Und zwar natürlich auch in Full Size einmal dieses Produkt hier. Und oh, Leute,
wenn jeder von uns etwas gebrauchen kann und weiß, dass ein Produkt unserer Haut gut tut, ist das Hyaluronsäure. Und hier haben wir einen Triple Hyaluronic Booster. Und das finde ich grandios. Und wirklich, ich liebe Booster. Ich liebe Produkte, die ihr, mit denen ihr euch noch so ein bisschen eure Produkte aufpeppen könnt oder euch noch ein bisschen was extra dazu holen könnt. Ihr wisst das, ich liebe es auch Serum zu layern und sowas. Und hier sowas kann man immer gebrauchen, ob pur oder in eure Tagescreme gemischt oder Nachtcreme gemischt oder wie auch immer ihr das möchtet. Und ist einmal diese hier und dann halt auch eine dreifache Hyaluronsäure mit diesem feuchtigkeitsspendenden Plumping-Effekt. Ich bin super neugierig darauf. Wir haben Braunalge mit drin. Sie kommt hochwertig in einem Glasfläschlein. Wir haben 30 Milliliter und ich bin super, super gespannt darauf. Ich kann euch leider noch nichts dazu sagen, aber auch die wird ab dem 24. hoffentlich dann mein Gesicht strahlen lassen, damit ich am Heiligabend schön fresh aussehe. Und das finde ich echt, oh, ich habe nicht damit gerechnet. Also schreibt mir gerne, wer damit gerechnet hat. Ich auf jeden Fall nicht. Ich freue mich aber wirklich so sehr darüber. Ich finde diesen Kalender ein Traum. Ich habe mal hier der Vollständigkeit halber meine 24 auch wieder zurückgepackt und ich freue mich so auf diesen Kalender, um da wieder Türchen für Türchen aufzumachen. Wie gesagt, ab jetzt bis zum 25. Presale Katrin 20% und diesen richtig tollen Kalender bekommt ihr für noch unter 100 Euro. Finde ich einer der besten Kalender auch wieder dieses Jahr. Das war auch auf jeden Fall ein Kalender, ich wusste ja nicht, dass ich euch den zeigen darf und vorstellen darf, aber der wäre so oder so bei mir eingezogen. Ich finde, der lohnt sich so krass und man kann wirklich toll testen. Und vielleicht auch noch dazu gesagt, da sind wirklich alles Produkte drin und da achtet Dalton auch drauf, die aufeinander abgestimmt sind. Und die Produkte sind dann halt auch für jeden Hauttyp geeignet. Leute, ich habe so viel gequatscht, dass meine Speicherkarte voll ist. Ich habe mich aber so sehr über diesen Kalender, über diese Produkte gefreut. Und wirklich, Dalton ist bei mir eine kleine Herzenssache. Ich freue mich da riesig, dass ich euch da natürlich dann auch einen Code anbieten kann. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr den fleißig benutzt. Und ich bin so richtig im Weihnachtsfeeling gerade angekommen. Wie gesagt, der erste Kalender, den ich hier auspacke und es hat riesen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert von den Produkten, von dem Kalender, von allem. Einfach von allem. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag. Und hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüssi.